Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Elektromobilitäts-News. Gibt es jede Woche. Und auch wenn wir hier auf der Messe IAA 2021 sind, machen wir euch natürlich ein News-Spezial. Und ich finde, für so eine Messe, wo es viele Hallen und so weiter und viel Lautstärke gibt, haben wir hier doch einen schönen Ort gefunden, um die News zu drehen. Bisschen grün, draußen, ohne Maske. Ja. Also die IAA ist aber in diesem Jahr die IAA Mobility. Wieso hat die sich ein bisschen umbenannt? Die denkt natürlich weiter als nur Autos. Ja, es geht um neue Mobilitätsformen, um Teilen der Mobilität, also Sharing. Und natürlich nicht nur Autos, sondern auch Fahrräder und andere Formen. Ich bringe euch jetzt mal einen kleinen Überblick über, aus meiner Sicht, die wichtigsten, interessantesten Neuerungen auf dieser Messe. Und das Erste, was mir schon mal auffällt, ist, es gibt keine Diesel- oder Benzinautos, die hier gezeigt werden. Also das höchste der Gefühle ist nochmal so ein Hybrid oder ein Plug-in-Hybrid. Da wird aber auch dann gerne die Elektrifizierung in den Vordergrund gestellt. Obwohl die Branche hauptsächlich noch mit Verbrennern ihr Geld verdient. Also da sieht man ganz klar, in welche Richtung es geht. Also nur noch elektrische Antriebe und wie ich finde auch relativ vielfältig. Also man findet auf der einen Seite schöne kleine, ja, ich finde bezahlbare Elektromobilität, wie zum Beispiel einen Smart, einen ID.Life von Volkswagen, Microlino oder auch den Aura Cat. Das ist ein ganz neues Elektroauto, eine ganz neue Marke aus China von Great Wall Motors. Aber auch elektrischer Luxus aus Deutschland gibt es inzwischen, wie zum Beispiel den Mercedes EQE, der präsentiert wurde, oder auch der BMW i4. Jetzt aber mal kurz im Überblick alles Wichtige. Als Erstes starten wir mal mit Audi. Ich bin kein Fan von Konzeptautos, aber das Ding hat mich ja doch ein bisschen umgehauen. Die Studie Audi Grand Sphere Concept kommt erst 2024, 2025, kommt mit zwei Elektromotoren mit 530 kW Leistung, also schon absolut krass, 200 km/h Höchstgeschwindigkeit und das ist eigentlich das Interessanteste, später nach 2025, in der zweiten Hälfte der 20er Jahre, soll dann eben Level 4 autonomes Fahren möglich sein. Das heißt also, man kann das Lenkrad loslassen, das klappt auch dann so schön ein, das sieht man auch so schön hier in den Animationen und man muss dann nicht mehr auf die Straße schauen und dann erfüllt sich so langsam unser Traum, also nicht von jedem, aber von mir, indem man so ein Auto einfach einsteigt und vom Auto von A nach B gefahren wird. Gehen wir direkt mal weiter, ich muss ein bisschen schneller durchgehen. Es sind ja schon ein paar Neuerungen zu BMW. Auch BMW hat tatsächlich eine Studie, ein Konzept vorgestellt. Gleich komme ich noch zu den Autos, die jetzt wirklich bald auf den Markt kommen. Aber die ist wirklich echt cool. iVision Circular ist eine Studie und ein Konzept, die mir sehr gut gefallen hat. Wieso? Weil Circular steht für Kreislauf. Und Circular Economy ist sowieso eine Kreislaufwirtschaft, wie sie dann heißt, in die wir hoffentlich immer mehr reinkommen. Weil dieser ganze Gedanke von, ja, wir holen die ganzen Rohstoffe überall her und die ganzen Ressourcen und bauen ab und schmeißen weg, das ist, das wird einfach, das funktioniert eigentlich jetzt schon nicht mehr und es wird in Zukunft schon gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir müssen in Kreisläufen denken. Sprich, wir holen die Ressourcen einmal aus der Erde, von der Erde und dann bereiten wir sie immer wieder auf, benutzen sie wieder erneut und so weiter, damit wir wirklich in einen Kreislauf kommen und nicht ständig Raubbau an unserem Planeten betreiben. Ja, das muss man an der Stelle einfach mal sagen, weil es halt einfach auch so ist. Ich muss die unbequemen Wahrheiten auch mal aussprechen. Und der iVision Circular hat praktisch so das Motto, wie stark kann man den CO2-Abdruck von Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus verringern? Ganz viele tolle Gedanken, die da drin stecken. Also ein Auto, das im Einklang mit Natur und Recycling stehen soll. Ich weiß, es ist natürlich nur eine Studie. Ob und ja, wann sowas dann kommt, weiß man nicht. Aber es geht eben darum, dass BMW ja zeigen möchte, dass sie die einzelnen Bereiche, die Stoffe und wie man sie sozusagen auch wieder neu verwenden kann, einfach den gesamten Prozess dadurch neu denkt. Und man sieht auch wirklich schon in dem nächsten Elektrofahrzeug von BMW die ersten Ergebnisse aus solchen Gedanken, was mich ganz fröhlich stimmt, und zwar der BMW i4. Ich meine, der 3er BMW als Verbrenner ist ja wirklich eine Ikone unter den Autos. Super bekannt. Jeder hat sofort im Kopf, was bedeutet 3er BMW mit Image und allem drumherum. Und ja, der i4 ist jetzt nicht ganz der elektrische 3er, aber er gilt schon so ein bisschen als Nachfolger. So zwischen 3er und 4er BMW. Ne? Ja, den gibt es auch mit zwei Elektromotoren. Einer vorne, einer hinten. Mit 400 kW Leistung, also richtig sportlich. Und dann sogar 510 km. WLTP-Reichweite. Und das ist schon so ein erster Punkt, der mich überrascht, dass BMW es schafft, trotz viel Leistung, Sportlichkeit und auch guter Ausstattung, eigentlich immer noch eine relativ gute Effizienz scheinbar hinzubekommen. Das finde ich erstmal beeindruckend. Es gibt aber auch dann ein Modell des i4 nur mit Hinterradantrieb, damit immerhin noch 250 kW Systemleistung. Ich habe so viele Daten, deswegen nicht wundern, ich
guck mal ab und zu hier auf meinen Smartphone-Spickzettel. Und diese, sage ich jetzt mal, bisschen kleinere Version kommt dann mit 590 Kilometer BLTP-Reichweite, was natürlich, finde ich, für so ein Auto super ist. Und auch wenn ihr lange Strecken fahren wollt und immer wieder aufladen wollt mit 200 kW Ladeleistung, passt das erstmal alles. Curved Display innen drin mit 12,3 Zoll, noch ein Control Display mit 14,9 Zoll, ist so schön gekrümmt an so einer Glasfläche. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt: für die Fahrzeugproduktion und auch die Herstellung der Batteriezellen werden zu 100% jetzt schon im E4 wird Ökostrom benutzt. Und auch Kobalt und Lithium für die Batterien wird aus kontrollierten Quellen beschafft, auch interessant, und dann den Herstellern der Batteriezellen geliefert, so damit sie sicherstellen können, dass eben da auch keine, naja, fragwürdigen Methoden dahinter stecken. Der E4 kommt tatsächlich auch schon in diesem Jahr, ich hätte es kaum geglaubt, im November schon, aber dann immerhin auch ab 58.000 Euro, was das bei den deutschen Herstellern heißt, das kennt ihr selbst. Es gibt natürlich noch eine schöne Aufpreispolitik. Bin mal gespannt, wie der dann nachher preislich landet in einer guten Ausstattung. Aber ich würde es mal sagen, ne? Da werden schon noch der ein oder andere Tausender oben drauf kommen. Aber man bekommt dann natürlich auch so hier das, was man als BMW-Fan oder als BMW-Liebhaber dann auch eben sich wünscht. Kommen wir weiter zu Mercedes, und zwar heißt es jetzt bei Mercedes vielleicht in Zukunft nicht mehr das Beste oder nichts, sondern vielleicht ja auch elektrisch oder nichts? Ich glaube schon, denn auch bei Mercedes wird richtig krass elektrifiziert. Der EQE ist ja der elektrische Nachfolger der E-Klasse, ein sehr, sehr erfolgreiches, beliebtes Auto von Mercedes. Und das finde ich ganz interessant, weil der EQS ist vom Design ja schon, habe ich auch hier auf dem Kanal schon gezeigt, könnt ihr euch auch mal das Video anschauen in den Infokarten. Der EQS ist ja schon so eine neue Designsprache, ne? Da zeigt also Mercedes, wie sieht jetzt sozusagen das neue Design, die neue Vision aus, voll elektrisch. Und das zieht sich ja beim EQE voll durch. Ich finde, es ist eigentlich so ein kleiner EQS. Also wer dem EQS so ein bisschen zu teuer, zu groß, zu unnötig, sage ich jetzt mal, von den Ausmaßen, von der Ausstattung ist, der könnte sich, glaube ich, mit dem EQE gut anfreunden. Und der 350er, so heißt er dann, EQE, kommt mit 215 kW Leistung, also auch hier wieder sportlich, soll aber noch ein zweites Modell kommen oder eine Variante. Was das genau bedeutet, wissen wir noch nicht. Es kommen auch noch Performance-Varianten mit 500 kW, die sind auch geplant. Ja, und 660 Kilometer WLTP-Reichweite soll der mit 90 Kilowattstunden Akku schaffen. Das klingt ganz schön krass und gut. Und das bedeutet ja eigentlich, Mercedes müsste ja eine gute Effizienz haben. Und da wir ja beim Mercedes EQS gesehen haben, dass der tatsächlich ganz schön effizient ist, also eine geringe Kilowattstundenverbrauch auf 100 Kilometer, kann ich mir vorstellen, dass das bei dem EQE auch funktioniert. Kommt dann Mitte 2022, Preise sind leider noch nicht klar. Und auch den EQG, jetzt müsst ihr euch ganz festhalten, ja, Offroad-Freunde, ja, der kommt auch tatsächlich als voll elektrischer. Und er ist noch kantiger als sein Verbrenner. Ja, normalerweise kennt man es ja immer, wenn so ein Elektroauto kommt, dann wird er so ein bisschen rund und süß und sowas. Aber nein, die Designstudie der elektrischen G-Klasse ist schön eckig und kantig. Und ja, er hat tatsächlich 4 radnahe und individuell einstellbare, ansteuerbare Elektromotoren. Deswegen für Onroad und für Offroad soll er richtig gut sein. Hat dann auch ein Getriebe tatsächlich und kann damit in den Low-Range-Modus gehen. Er schafft auch die 5,6 Kilometer lange Teststrecke auf den Grazer Hausberg Schöckl, also Schöckl-proof, ne? Die G-Fahrer wissen Bescheid. Und die haben so coole Extras eingebaut, wie ihr kennt bei der G-Klasse hinten dieses Reserverad. Ne? Das ist immer hinten so, an der Heckklappe ist dann auch immer so ein Reserverad dran. Und das sieht jetzt ein bisschen mehr aus wie so eine Wallbox und tatsächlich kann man da ein Ladekabel dann reinmachen. Also da sind so ein paar Details dabei, die gefallen mir ganz gut, ist aber noch ein Konzept und wahrscheinlich erst ab 2024 verfügbar. Ich glaube auch Mercedes hat gesagt, es wird weiterhin den Verbrenner noch geben. Also alle, die da große Fans sind, keine Angst bekommen, aber da kommt noch eine elektrische Variante dazu. Und wenn wir bei Mercedes sind, dann kommen wir auch noch zu Smart, weil Smart ist ja, ne, sozusagen Mercedes. Und der Smart hat sich wirklich sehr weit von seinen Wurzeln entfernt, muss man sagen. Smart ist ja eigentlich bekannt durch diesen Zweisitzer, kleines Auto. Man findet überall eine Parklücke in der Stadt. Und was ist jetzt passiert? Jetzt ist es kein Zweisitzer mehr, jetzt ist es ein Fünfsitzer sogar. Ein kleines City-SUV, also Smart geht irgendwie einen ganz neuen Weg. Großes Glas-Panoramadach, Türen gegenläufig auf, wie man das vielleicht auch schon vom BMW i3 kennt.
und man bekommt viel Platz im Innenraum. Ob Smart damit auf dem richtigen Weg ist, ich weiß es nicht. Liebe Grüße gehen an der Stelle an meine Mama. Ja, die muss ja auch mal gegrüßt werden, ne? Mama ist die Beste. Und die fährt den Smart 4.2 Electric, EQ 4.2, also den neuesten Elektro-Smart. Zwei Sitzer natürlich. Und das ist schon einfach ein cooles Fahrzeug. Und ich finde es schade, weil Smart offensichtlich in diesen SUV, kleineren SUV-Trend reingeht, aber dadurch verlieren sie irgendwie Alleinstellungsmerkmal. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Schreibt doch mal zu den einzelnen Sachen was in die Kommentare. Ich bin auf euer Feedback sehr gespannt. Bei Volkswagen bin ich richtig begeistert, dass endlich das wirklich Volkselektroauto sozusagen als Konzept, als Vision präsentiert wurde mit dem ID. Live. Endlich ein erster Blick auf das neue Einstiegselektroauto von VW ab 20.000 Euro. Ja, mit Abzug der Förderung zum Beispiel dann ab 11.000 Euro. Und damit kommen wir doch jetzt wirklich in einen Bereich, dass Elektromobilität bezahlbar ist. Es ist eine Art Mini-SUV. Erinnert so ein bisschen, finde ich, an den Honda e in der Konzeptversion und kommt auch mit 172 kW. Ich meine, mein ID.3 ist schon echt sportlich, den ich gerade fahre. Der hat 150 kW. Da kommen nochmal 22 oben drauf. Okay. Und er schafft dann mit einer 57 Kilowattstunden Batterie die 400 Kilometer Reichweite. Also endlich gibt es was Neues nach dem E-Up. Naja, das gibt es ja noch gar nicht. Kommt ja erst dann, wann? 2024, 25. Also ich würde es mir wünschen, dass es früher kommt, aber zumindest hält Volkswagen das Versprechen ein. Zumindest sieht es gerade so aus, dass endlich das günstige Einstiegselektroauto zumindest in den nächsten 3-4 Jahren kommt. Great Wall Motors ist eine Marke, die ihr wahrscheinlich überhaupt nicht auf dem Schirm habt. Und wir haben ein schönes Video über ein voll elektrischer neuer Markenableger von Great Wall Motors, und zwar Aura, gemacht. Und die Aura Cat ist ein wirklich sehr interessantes Auto. Ein Preis von 30.000 Euro mit einem vollen Paket, schickem Design, aber so diesem Retro-Look in Richtung Mini, Fiat 500, Liebhaber, ja, oder sowas. Passt so in die Zielgruppe auch derer, die sich auch für den ID.3 oder eine Renault Zoe oder sowas interessieren, rein. Und ist also wirklich ein sehr renommierter Hersteller in China. Sie haben wirklich einen ausgezeichneten Ruf und legen großen Wert auf, ja, gute Qualität, tolle Verarbeitung, neue moderne Konnektivität. Also, und in dem Auto scheint erstmal alles echt gut platziert zu sein. Ich war ganz schön überrascht und auch begeistert. Deswegen schaut euch das Video mal an. Werden wir noch mal in den nächsten Tagen hier auf dem Kanal veröffentlichen. Und da gibt es noch eine weitere Marke, Way. Das will ich nicht verschweigen, von Great Wall Motors. Ist auch eine neue Marke. Die feiern also hier euren Europastart. Und diese Marke ist aber, sage ich mal, ein Hybrid. Und deswegen kommen wir weiter zum nächsten. Ah nee, der Aura Cat übrigens geht in den Vorverkauf ab Herbst, habe ich gesagt, ab 30.000 Euro. Wird dann ab der ersten Hälfte 2022 ausgeliefert und kommt auf bis zu 400 Kilometer Reichweite mit 126 kW Leistung. Große Displays im Cockpit mit Assistenzsystemen, allem drum und dran. Also, und ich finde auch ein neues Design, das irgendwie inspiriert ist von anderen, aber jetzt kein plumpes China-Copycat. Wegen Aura Cat, naja, gut, Mütze sollte man nicht erklären, sonst ist es peinlich. Aber ja, finde ich schon ganz schön. Wir gehen direkt weiter zu Renault. Die haben den Megane E-Tech Electric gezeigt. Ist so lang wie ein ID.3, aber ein bisschen niedriger. Die technische Basis ist die gleiche wie beim Nissan Ariya. Der wurde ja auch schon vorgestellt. Und die Motorleistung kommt auf bis zu 160 kW und bis zu 470 km Reichweite, je nach Batteriegröße. Ist bei Megane was drin. Und was ich ganz aber noch interessanter fand bei Renault, und ihr merkt, ich bin einfach ein Fan von diesen ja endlich günstigeren, bezahlbaren, kleineren Elektroautos. Der Renault 5 wurde als Prototyp gezeigt. Ein Elektro-Kleinwagen mit bis zu 100 kW Leistung, kommt leider erst wohl Ende 2023 laut Gerüchten. Gibt es auch noch mal in einer sportlichen Version. Aber auch da seht ihr, es zieht sich schon so ein bisschen durch, dass nach den ganzen riesengroßen Luxusautos, Elektroautos, die natürlich und Premium, die natürlich weiterhin kommen, aber auch jetzt wir endlich mehr in den Bereich der kleineren, bezahlbaren Elektroautos kommen. Und da kommen wir auch direkt noch zum Microlino. Ah, da ist die Liste schon vorbei. Es gibt natürlich noch mehr. Also ihr könnt euch noch Artikel durchlesen. Es gibt noch mehr auf der IAA, aber das ist jetzt meine persönliche Auswahl. Der Microlino wurde gezeigt in der Serienversion. Ist ein Leichtfahrzeug der Klasse L7e und erinnert stark an die BMW Isetta. Also das ist schon das Konzept, das sie jetzt in elektrisch neu gemacht haben. Und wird vorne an der Front geöffnet. Also im Prinzip so ein fahrbarer Kühlschrank. Nein, Quatsch. Und
Mit 12 kW E-Motor, also richtig sparsam, kein sportliches Auto, ein praktisches Auto, das aber irgendwie Charme und Freundlichkeit versprüht. Nur 500 Kilogramm leicht mit 90 km/h Höchstgeschwindigkeit, was also auch super ist für Stadt und Umland. In drei Batteriegrößen mit 96, 175 oder 230 Kilometer Reichweite und dann ab 12.500 Euro. Das war jetzt nur ein kleiner Auszug hier von der IAA 2021. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt und schätzt es, dass wir hier rausgegangen sind ohne Maske und nicht in den Messehallen. So, und jetzt machen wir mal weiter, drehen noch ein paar Videos. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, spannende Neuerungen rund um die IAA, dann abonniert den Kanal rechts unten, komplett kostenlos. Dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dann, ciao, ciao. So, und ich hole mir jetzt, sind wir in München, Aperitif. So.